Bestehende und neue Gebäude kreislauffähig zu gestalten, ist wichtig für eine nachhaltige Zukunft. Doch wie können wir innovative Lösungen im sozialen Wohnbau umsetzen? Genau daran forscht das EU-Projekt Houseful mit 2 Demonstrationsgebäuden in Österreich und 2 weiteren in Spanien. Das Demonstrationsgebäude in Wien in der Donaufelder Straße wurde zwar erst 2017 fertiggestellt, ist aber weitgehend noch nicht kreislauffähig. Deswegen ist es der perfekte Kandidat, um herauszufinden, wie können kreislauffähige Lösungen im urbanen Raum für bereits bestehende und noch junge Gebäude repliziert werden. Im Gemeinschaftsprojekt Cambium leben 70 Personen, die ein ehemaliges Kasernengelände in sozial und ökologisch nachhaltige Wohn- und Arbeitsbereiche transformieren. Die Lösungen zur dezentralen Kreislaufführung von Ressourcen im Houseful-Projekt leisten einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Gestaltung des Gebäudes und des gesamten Geländes. Die Houseful-Lösungen eignen sich auch zur Integration im urbanen Raum, wie zum Beispiel der Donaufelder Straße. Im Bauwesen gibt es ein sehr großes Potenzial zur Abfallverminderung und zur vermehrten Kreislaufführung von Ressourcen. Materialpässe, welche zur Dokumentation der im Bau eingesetzten Materialien dienen, leisten dafür einen wichtigen Beitrag. Ein solcher Materialpass wurde für das Demonstrationsgebäude im Cambium schon zu Beginn des Houseful-Projektes erstellt. Leistungsbeschreibungen sind in Österreich schon Standard. Materialpässe bieten den zusätzlichen Vorteil, dass die Daten geeignet verarbeitet und dargestellt werden und dass man sich dann den Anteil schadstofffreier und gesunder Materialien anschauen kann. Besonders innovativ ist der Bau der Haushaltsbiogasanlage in Cambium. Dafür wurde das israelische System Home Biogas an die sicherheitstechnischen Anforderungen in Österreich angepasst und es wurde die erste Genehmigung für eine Microscale-Biogasanlage in Österreich erzielt. Der Biomüll fermentiert in der Anlage und es wird Biogas erzeugt, das direkt vor Ort zum Kochen verwendet wird. Das Projekt zeigt, dass es ein großes Potenzial zur lokalen Biogasproduktion gäbe. Die Umsetzung in Cambium ist ein erster Schritt zur Implementierung im urbanen Raum. Die unauffällige Anlage, die im Garten oder am Dach installiert werden könnte, ermöglicht eine Kochdauer von mehreren Stunden. Zudem wird aus den Gärresten wertvoller Dünger produziert und man könnte es auch noch zum Heizen nutzen. Im innovativen Wintergarten ist unsere vertikale Grünwand VertEco aufgestellt. Sie begrünt nicht nur, sondern reinigt auch das Abwasser. Das gereinigte Wasser wird in integrierten Tanks gespeichert und kann in der lokalen Landwirtschaft zur Bewässerung verwendet werden. Zusätzlich werden die Nährstoffe, die noch im Wasser enthalten sind, auch für die Düngung genutzt. Was die Wasseraufbereitung betrifft, gibt es also schon die passenden gesetzlichen Grundlagen. In der Praxis haben wir aber noch ein großes Potenzial zur tatsächlichen Umsetzung. Für die Installation bräuchte man lediglich eine freie Fläche an einer Hauswand in der Nähe von den Abwasserleitungen. Neben einem geschlossenen Wasser- und Nährstoffkreislauf erfüllt die VertEco auch noch ästhetische Aspekte und fördert die Bewusstseinsbildung der Bewohner. Man sieht also, vieles ist möglich. Neben der Forschung müssen auch noch die Gesetze angepasst werden, um einen Paradigmenwechsel zur Kreislaufwirtschaft voranzutreiben. Wir freuen uns, mit unseren Houseful-Demonstrationsgebäuden gemeinsam zu zukunftsfähigen Lösungen beizutragen.